jetzt mit meinem ersten XCOM 2 Session. In Deutsch. Mein kleiner Hase ist auch wach. Ich falle bloß nicht runter. Leckerli, er will immer nur Leckerli. Ach, hier ist es. Ja. Und nicht von Teufel laufen lassen. Er ist ein kleiner Teufel. Beispiel neues Glück, Veteran. Unterklanzeigen. Kein Tutorial. Kein Iron Man. Und los geht's. Spannung steigt und Stadtzentren auf der ganzen Welt bereiten sich auf die Feierlichkeiten zum 20. Einheitstag vor. Auf dem Platz der großen Übereinkunft feiern Tausende die Gründung der Advent-Koalition. Gemäß der Versprechen an die Menschheit werden bis zum Ende des Jahres 12 neue Gentherapiekliniken in ausgewählten Städten eröffnet. Trotz des versuchten Angriffs einiger Randsubjekte wurden die Operationen in der Pariser Einrichtung zum Glück nicht beeinträchtigt. Als Antwort auf den grundlosen Angriff kurz vor unserer geliebten Feier richtet der Redner einige Worte an uns. Einige Dissidenten wiederholen sämtliche Fehler der alten Welt. Während wir einen wohlwollenden Erlöser feiern, der nichts als Freundschaft und Mitgefühl anbietet. Und doch könnten diese trivialen Taten niemals das Band zwischen der Menschheit und den Ältesten durchtrennen. Friedenstruppen haben vorsorglich bereits mehrere landesweit bekannte Kollaborateure verhaftet. Advent versichert allen Bürgern erneut, dass die heutigen Feierlichkeiten wie geplant stattfinden werden. Perfekt. Alle verdächtigen Vorkommnisse der nächsten Friedenstruppe zu melden. Gemeinsam können wir ein besseres Morgen erschaffen. Gleich in Position. Sie hatten recht. Heute sind sie wirklich voll beschäftigt. Konzentration. Los geht, Crusher. Noch 60 Sekunden. Stadtzentren zu gründen. Es wird Zeit, dass wir ihnen zeigen, dass der Kampf noch nicht vorbei ist. Wir rücken aus, um ein wichtiges Ziel zu treffen, von dem sie sich nicht so schnell erholen. Sichern Sie die Zielposition und schalten Sie alle Feinde vor Ort aus. Nur Tutorial bekommen halt diese Mission. Schon ein bisschen XP für seinen Spot verdienen. Los geht's. Menace 1-5, wir haben Zielkontakt. Rücken Sie zur Zielposition vor und platzieren Sie die X4-Ladungen. Die ganze Speicherstelle wieder her. Unglaublich.
oder deine Sache. Befehl bestätigt. Begebe mich zur Zielposition. Wir sind jetzt übrigens in der verdeckten Phase. Jetzt kennt man das Symbol hier und den komischen Umrandungen. Wechsle Position. Man ist also noch im Geheim, mehr oder weniger. Die Aliens wissen noch nicht, dass wir da sind. Position bestätigt. Verstanden. Halte die Augen offen. Verstanden. Halte die Augen offen. Feuerschutz. Overwatch-Modus. Reagieren meine Truppen auf gegnerische Angriffe? Diese Einheiten bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert und gut ausgerüstet, aber ihr Gehorsam macht sie berechenbar. Verstanden. Rücke aus. Man kann sich hier übrigens in zwei Bereichen bewegen. Der blaue Bereich. Da verbraucht man nur einen von den zwei Aktionspunkten, die man hier oben sieht. Zwei Pfeile. Man kann danach eine weitere Aktionspunkte. Im gelben Bereich verbraucht man beide Aktionspunkte. Begebe mich zum Ziel. Diese roten Kästchen, das ist halt, was der Feind sehen kann. Mehr oder weniger. Dich. Quick Save. Position bestätigt. Gebe Feuerschutz. Overwatch. Feuerschutz. Aufbau. Auf. Ja, noch wurde ich nicht entdeckt. So, um Abschusszeichen. Gebe Feuerschutz. Feuerschutz. Mir entgeht nichts. So, absafen, weil er nämlich einen von denen killen kann. Ich könnte Rad reinschmeißen, alle drei killen, nur dann hätte einer einer XP. Und so habe ich vielleicht das Glück, dass mindestens drei Leute XP bekommen. Versuchen wir es einfach mal. Ja. Ziel ausgeschaltet. Jetzt werde ich auch gedeckt, weil ich das gemacht habe. Sie können uns sehen. Aber er hat schon mal eine Beförderung. Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Drei Leute. Abschuss bestätigt. Das ist auch was zu plündern. Save mal ab. Rücke aus! Stecher. Ich hab was Neues. Wenn ich das. Die Advent-Offiziere scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Ausbildung oder der Gedankenkontrolle liegt. Bisschen Glück. Obwohl, ich kann den noch bewegen. Bewege ich den noch wieder in Sicherheit. Das ist übrigens volle Deckung. Das ist halbe Deckung. Ich meine. Volle Deckung. Bestätigt!
Telepathie. Mir geht es gut. Ich bin hier festgenagelt. Sie wollen uns flankieren. Volles Risiko oder nicht? Nein, lieber nicht. Ich rücke aus. Ach, 50 ist zu wenig. Wir springen dich einfach weg. Granate! Verstanden, bewege mich zum Ziel. Granate wird es nicht reichen? Nee. Scanne Gebiet. Feuermodus. Verstanden, bewege mich zum Ziel. Granat schmeißen. Menace 1-5, Sie sind bei der Zielposition. Na, reicht knapp nicht. Scanne Gebiet. Mach auch Feuerschutz. Stehe unter Beschuss! So, jetzt erledigen wir den. Jetzt können wir ein bisschen was riskieren. Begebe mich zur Zielposition. Schon unterwegs. Bin auf dem Weg. Suchen wir mal, vielleicht trifft mir einer. 30%? Ziel steht noch. Bullseye. Die hätte ich schon mal früher. Boom. Ich bin wieder in Luft. Granate fliegt und boom. Jetzt überlebt. Nein. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Aber noch eine zweite Granate. Hier, fang! Das überlebt er nicht. Menace 1-5, das Gebiet ist sicher. Wir erfassen auf unseren Scannern keine Feinde in der Nähe. Menace 1-5, uns bleibt nur wenig Zeit, bevor Advent reagiert. Wir müssen diese Ladungen so schnell wie möglich platzieren. Menace 1-5 zum Evakuierungspunkt vorrücken. Status bestätigt. Trupp in Sicherheit. Zünde Ladungen. Eine heftige Statue weniger. Makellos. Nice. Das
Laden dauert immer so lang. Aber sehr viel geht dafür unheimlich schnell. Ich bin immer froh, wenn unsere Einheiten ohne Verluste zurückkehren. Besser hätte es nicht laufen können. Ja, das denke ich auch. Ah, Ranger. Der Ranger ist unsere wichtigste Aufklärungseinheit. Er kann sich unabhängig in Verborgenheit bewegen und Gegner im Nahkampf angreifen. Go, go, Power Rangers. Am Anfang unheimlich stark. Wie der Name schon sagt, greifen unsere Scharfschützen feindliche Ziele aus enormer Distanz und mit tödlicher Präzision an. Für den Fall eines Zusammenstoßes im Nahkampf sind sie außerdem im Umgang mit Pistolen. Oh, ein kleiner Glitch hier. Die hat eigentlich Haare. Spezialisten setzen auf dem Schlachtfeld Roboterdrohnen ein, die zu unserer fortschrittlichen Ausrüstung gehören. Diese können für den Kampf oder für medizinische Dienste ausgestattet werden. Medic. Das wird noch heavy sein, wie immer. Grenadiere sind unsere Sprengstoffexperten. Sie setzen schwere Sprengkörper ein, wann und wo immer wir sie brauchen. Das ist das Gute. In der ersten Mission mit 4 Leuten kriegt jeder eine Klasse zugewiesen. Also jeder eine andere. Ja, das ist das Schiff, die eventuell. Commander zum Forschungslabor. Wenig beeindruckend. Noch. Beeindruckend, nicht wahr? Er kann unglaublich viel Energie erzeugen. Und er ist für Menschen völlig harmlos. Wenn man das nur auch vom Rest der Alien-Technologie behaupten könnte. Commander, Dr. Richard Tigan, Wissenschaftsoffizier. Ich bin für unsere gesamte Forschung hier verantwortlich. Und auch für die Operation, die Sie kürzlich durchgemacht haben. Das ist mein Labor, wenn man so will. Ich weiß nicht, was Central Ihnen gesagt hat, aber wir fanden etwas, als wir Sie aus dem Alien-Stasis-Anzug holten. Ein Gerät, das in Ihren Okzipitallappen implantiert war. Wenn ich Zugang zur Ausstattung hätte, die mir während meiner Zeit bei Advent zur Verfügung stand, wüsste ich bereits, wie es genau funktioniert. Aber mit etwas Zeit und Ihrer Zustimmung, Commander, werde ich es herausfinden. Was mich gleich zu einem weiteren Punkt bringt. Auch wenn Teile dieser Einrichtung echt beeindruckend sind, bin ich nur ein Mann. Mit zusätzlichem Personal und mehr Ressourcen könnte ich das Tempo unserer Forschungen erheblich beschleunigen. Bis dann, Commander. Soll zu bekommen. Alles nur Zeit des Kampfes. Waffen sind immer gut. Dieses Forschungsgebiet zählt für mich zu den faszinierenderen Optionen. Wir fangen sofort an. Ich melde mich, wenn ein vollständiger Bericht verfügbar ist. Advent machte ständig Fortschritte darin, die verbliebene Zivilbevölkerung zu überzeugen, in ihre Städte umzusiedeln. Die Propagandakampagne wies stets auf die Vorteile der Umsiedlung hin und führte zu einem konstanten Strom neuer Konvertierter. Obwohl die meisten Neuankömmlinge im Vorfeld nichts von Chip-Bedingungen wissen, wie Advent es vorzieht, lehnen nur wenige den Chip ab, wenn sie erst einmal in den Kliniken sind. Commander zur Technikabteilung.
Okay. Ich habe den Repulsoren mit Teilen ihres alten Antriebs versehen. Das sollte dein Stabilisierungsproblem lösen. Komm schon, Rover. Das wird schon. Commander, unsere Technik mit ihrer zu verbinden ist nicht so leicht. Lily Shen, Schiffsingenieurin. Zu ihren Diensten. Sie haben wahrscheinlich meinen Vater erwartet. Nach allem, was passiert ist, hat Central wohl noch nichts gesagt. Er ist tot. Dad hat alles getan, um uns so weit zu bringen. Das ganze Schiff ist sein Lebenswerk. Ich weiß, er hätte ihm gerne selbst alles gezeigt. Er hat viel von ihnen erzählt. Aber ich werde das beenden, was er angefangen hat. Sieht nicht so aus. Aber ich kann von hier aus so ziemlich alles herstellen, was sie brauchen. Und mit etwas mehr Hilfe wären sie erstaunt, was ich für sie tun kann. War mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Commander? Großen Unterschied einige dieser Dinge im Kampf ausmachen können, Commander. Ja, komm. Alles benötigte im Handumdrehen. Ist zwar nicht so schön gern gesehen hier, aber ich würde ein bisschen cheaten. Für meinen Spielspaß. Und dann bin ich Kohle. Jane Kelly, immer doch. Schon gerade was mit der Preview nicht. Der sieht aber nicht aus wie ein Weisung. Komm mal raus, Mann. Ach komm. Nehmen wir sie auch noch. So, frischer Satz Rekruten. Ne? Sollten erstmal reichen. Wenn wir ein bisschen Geld haben, können wir ein bisschen. Neue Befehle, Commander? Einrichtung bauen. Wir können unsere Einrichtung auf der Avenger ausbauen, Commander. Aber dafür brauchen wir mehr Ingenieure, um Platz für die Bauvorhaben freizuräumen. Guerilla-Attacke. Wir fangen mit den Arbeiten an der neuen Einrichtung an, Commander. Ich melde mich, wenn sie bereit ist. Er wird jetzt später sehen, was sie machen kann. Ach ja. Ich habe mich durch einige alte Dateien gewühlt, die Central schon seit der Zeit vor dem Krieg aufbewahrt. Ich stoße immer wieder auf englische Notizen und eine Art gebrochenes Deutsch. Vielleicht sollte ich ihn selbst fragen. Commander? Medikits sind immer gut. Cheater, unglaublich mit euch. Speichern. Neu. Ich
Irgendwo sind wir in Selbstkontrolle, ein bisschen durcheinander. Keine Ahnung, so. Egal, machen wir weiter. Commander, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Willkommen auf der Brücke, der Schaltzentrale unserer Operation. Die Aliens haben unsere ganze Welt in ihrer Hand. Advent kontrolliert alles. Regierung, Kommunikation, Industrie und auch das Militär. Es liegt an uns, das alles zurückzuholen. Zeit und Ressourcen sind knapp, Commander. Sie müssen entscheiden, wie wir beides am besten nutzen. Das Schiff gehört Ihnen. Ja, Ressourcen sind nicht mehr ganz so knapp. Während wir uns auf neue Einsätze vorbereiten und unsere Forschungen fortsetzen, können wir die Zeit vergehen lassen, indem wir Orte wie diesen scannen. Auf Ihren Befehl hin scannen wir das umliegende Gebiet. Commander, wir haben vom Widerstand Hinweise auf eine Einrichtung erhalten, deren Untersuchung sich lohnen könnte. Dann machen wir es doch. Ranger berechnet neuen Kurs. Commander, mit den Fernabtastungsmöglichkeiten der Avenger können wir das Gebiet nach Hinweisen und Ressourcen durchsuchen. Aber es wird eine Weile dauern. Das Gebiet ist riesig. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Wir haben unsere Truppen Schrotthaufen durchwühlen und leicht plündern lassen. Zu diesem Zeitpunkt können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie immer auf alles achten, was unsere Ausrüstung könnte. Alle Rohmaterialien der Welt haben keinen Wert, wenn wir keinen Ersatzwerk für sie finden. Aber ich denke, dieses modulare Waffensystem ist ein guter Anfang. Wir sind mit unseren aktuellen Einwürfen so weit gegangen, wie ich es überhaupt vorstellen konnte. Die Integration einiger wichtigen Alien-Komponenten hat die benötigte Stabilität gebracht, die wir erreichen wollten. Mit dieser Modifikation sollten wir größere Verbesserungen anbringen können, um noch mehr Feuerkraft zu erreichen. Das wird den Truppen gefallen. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Ja, noch mehr Verbesserungen können jetzt reingebracht werden. Magnetwerk 28 Tage, Alien-Biotheorie 5. Noch mal 15. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Für den Großteil unserer Soldaten sind die Quartiere an Bord der Avenger eine Verbesserung gegenüber den Bedingungen auf dem Boden. Das ist nicht so, was ich schon weiß. Aber Hilfe für Neulinge. Wir tun, was wir können, um unsere gefallenen Soldaten zu ehren, Commander. Es ist nicht viel, aber so können unsere Leute wenigstens ihren Respekt zollen. Zurzeit gibt es noch keine. Los, Häschen, auch so hin. Rumschnuppern, rumkratzen. Oh, neue Rekruten. Wow, wow. Ja, machen wir doch. Berechnet neuen Kurs. Ist mir Vorräte. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Aufgrund der begrenzten Ressourcen zur Ausstattung unserer Soldaten müssen sie sich bislang mit jeglicher bildflüssiger Rüstung zufrieden geben, die Shen aus verschiedenen Schrottmaterialien zusammenstücken konnte. Indem wir uns auf Methoden verlassen haben, die unter anderen Umständen antiquiert wirken würden, haben wir einen Weg zur Herstellung von mehrschichtigen Nanofasergewebe gefunden, das direkten Beschuss so gut standhält wie jegliche traditionelle Rüstung.
Dabei wesentlich leichter ist. Unsere Soldaten müssen trotzdem vorsichtig sein. Selbst die Nanopasser hat ihre Grenzen. Am besten ist sie wohl für Soldaten geeignet, die mehr auf Wirklichkeit als auf maximale Verfolgkraft setzen. Ja, nicht bei mir. Unsere Soldaten aber werden aber sicher jede Verbesserung gegenüber ihrer aktuellen Ausrüstung zu schätzen wissen. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Jetzt habe ich genug Rekruten. Darf ich denn 1, 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, im ersten Durchlauf hatte ich keine Rekruten gefunden am Anfang. Commander, wenn der Widerstand weiter wächst, steigt unsere Chance auf Gelegenheiten zum Angriff auf Advent. Wir haben bereits ein potenzielles Ziel zur Störung der Alien-Operationen in dieser Region ausgemacht. Allerdings ist das Zeitfenster hierfür recht knapp. Wir müssen schnell handeln. Einsätze. Guerilla-Einsatz nach Mexiko. Dann machen wir den noch. Auf Sektor 8, Mexiko. Das leichteste nehmen wir mal. Rekruten. Die wollte ich gar nicht. Fury. Die haben übrigens schon Nicknamen, weil ich die schon mal hatte und abgespeichert habe. Und dann implantieren und dann die unten auf Karte zusammen speichern. Das muss ich richtig hart sein, jetzt putze dich. Skyranger, man ist bereit für Einsatz. So, wenn der legt, ich mach Flitter. Widerstandskämpfer haben sich über einen ungeschützten Zugangspunkt Zugriff aufs Advent-Netzwerk verschafft. Aber Alien-Verstärkungen haben kurzen Prozess mit ihnen gemacht. Ihrem ersten Bericht zufolge haben sie wichtige Daten über die Alien-Operation entdeckt. Wir müssen das Gebiet sichern und das Terminal hacken, bevor Advent die Verbindung kappt. Schalten Sie alle Feinde gnadenlos aus. Das ist unsere Chance, sie aufzuhalten. Menace 1-5, hier Avenger. Der Zugangspunkt liegt direkt voraus.
Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Checken Sie durch, Fix. Position bestätigt. Und los geht's. Und los geht's. Position bestätigt. Feuerschutzüberwachung läuft. Augen auf. Biete Feuerschutz. Entschuldigung. Helfen, gehen wir ein bisschen unvorsichtiger vor. Und ich geht nicht schief. Schon dabei. Und dann lade ich halt nochmal neu. Sieht nach feindlichen Einheiten aus. Fuck. Nee, das gefällt mir nicht. Mein Hase ist wieder am Schlafen. Verstanden. Okay. Schöner Flitzer. Ich habe hier feindliche Aktivität. Wird gemacht. Bin dabei. Oh, die sind sogar weggegangen von mir. Ist ja super. Nochmal Quick Save. Position bestätigt. Sie ähneln den Sektoiden, auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. Sie sind stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Oh, der ist mit Abstand der gefährlichste. Begebe mich zu dieser Position. Safe. Machen wir es nur die zwei Platt hier. Hoffe ich jedenfalls. Werfe Granate! Das war einer, wo oder zweite? Sie haben uns! Thank you.
Die ist für dich! Reicht nicht. Aber kann sich noch bewegen. Verstanden. Bin unterwegs. So, die springen auch mal weg. Ja, sind eine sichere Sache am Anfang gegen die normalen Soldaten. Zielposition. Jetzt erledige den. Ziel neutralisiert. Das Feuer wird schlimmer! Wo war denn hier der andere Adventssoldat? Hier waren noch gerade zwei. Nach. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Da ist er. Wie sollte er gerade nicht reagiert? Ich habe seinen Kollegen in die Luft gesprengt. Verstanden. Bin unterwegs. Das ist noch kein Kill. Hier sieht man die Beförderung, der Fluss hier. Genau. Abschuss bestätigt. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Ich habe noch 8 Runden. Passt schon. Bestätigt, die Überwachung läuft. Bin dabei. Bin dabei. So, dann holen wir die erstmal nach. Rücke aus. Auch. Bin schon dabei. Verstanden, rücke ab! Du hast die Tür. Nähere mich der Zielposition! Quick save, biete Feuerschutz! Bin dabei! Begebe mich zu dieser Position. Ziel in Reichweite. Commander, haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Ungeschützter Zugang. Begebe mich zu dieser Position. Mit einem Kondom wäre das nicht passiert. Rücke zur Zielposition vor. Immer schön safer Zugangspunkt. Ich rücke aus. Quick save. Mir entgeht nichts. Scanny Beat. Na ja, super, ich muss von der anderen Seite ran. Na komm. Rücke aus.
Zivilisten. Gebe Feuerschutz. Erkenne Bewegung. Ja, kommen sie. Einer weniger. Feind neutralisiert. Und los geht's! 50% sollte machbar sein, oder? Ziel erledigt! Der trägt vielleicht was mit sich rum. Minus 1-5 bestätigt. Das Gebiet ist sicher. Ich hab die Ware. Absäfen und hacken. Einen Blick ist es wert. Düster eingesetzt vor Wochen. Na, welche nicht erreichen. Nicht mal ansatzweise. Da hast du es am Schluss. Wir sind durch. Meldes 1-5, Status bestätigt, Mission erfüllt. Die können den ganzen Tag nur pennen. Das ist eine dämliche Frage. Ich ziehe die Frage zurück. Du hast in dem Hase. Laden dauert so unendlich lang. Besonders in späteren Missionen. Wir nehmen Advent Stück für Stück auseinander, Commander. Beeindruckend. Gibt es nicht mehr. Die Mitglieder haben alle der Advent-Verwaltung Treue geschworen. Mit einer Ausnahme. Es ist schön, Sie wiederzusehen. In den Tagen seit Ihrer Gefangennahme habe ich alles getan, um dem Widerstandsnetzwerk von innen zu helfen. Der Widerstand hat uns die Informationen beschafft, die zu Ihrer Extraktion führen. Im Moment ist der Widerstand noch ziemlich unorganisiert. Wenn wir Advent und ihre Alienherren besiegen wollen, müssen sie das ändern, bevor es zu spät ist. Was sie da sehen, sind Geheimberichte zu vermissten Zivilisten auf der ganzen Welt. Es werden immer mehr. Wir vermuten,
dass sie zu einer Advent-Geheimeinrichtung in der Nähe gebracht werden. Ihren Position wir nicht kennen. Die Zeit drängt, Commander. Sie müssen die Leitung des Widerstands auf der ganzen Welt übernehmen. Nehmen Sie Kontakt zu den einzelnen Zellen auf, damit sie sich anschließen. Finden Sie diese Geheimeinrichtung und zerstören Sie sie. Retten Sie unsere Welt. Die Zeit läuft. Viel Glück, Commander. Neues Ziel hinzugefügt. Wir sind einsatzbereit, wenn Sie es sind, Commander. Ich habe unsere Ziele aktualisiert. Sie und Ihre Männer haben den Aliens heute einen weiteren schweren Schlag versetzt, Commander. Beeindruckende Leistung. Okay. Da wir nun mehr Personal für unser Ingenieurteam haben, können wir Platz für neue Einrichtungen freiräumen, Commander. Wir sollten aber weiter nach neuen Rekruten suchen. Wir werden sie brauchen, wenn die Einrichtungen fertiggestellt sind. Ei, ei. Wo ich bin, Commander. Commander, unter den verbliebenen Alien-Komponenten in diesem Gebiet ist nichts von Belang. Wenn wir das Zeug wegräumen, können wir den Platz für eine neue Einrichtung nutzen. Die Freiräumung läuft bereits, Commander, aber es wird eine Weile dauern, das ganze Zeug wegzuschaffen. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. So ein Sticher. Nichts Neues. Speichern wir noch ab. Die Safe Games sind jetzt total durcheinander. Vater wäre sicher stolz auf unsere Arbeit. Zum ersten Mal seit langem stellen wir für die Aliens eine Gefahr dar. Und das wissen sie. Jetzt müssen wir die Menschen in den Kolonien daran erinnern, wofür sie kämpfen. Mein Vater ist nicht gestorben, damit wir eine Rasse von Testsubjekten werden, mit denen die Aliens spielen. Wir brauchen die Aufmerksamkeit der Menschen. Commander, wir haben einen Hinweis auf die Alien-Geheimeinrichtung, aber wir brauchen die Hilfe des lokalen Widerstands, um uns hineinzubringen. Wir sollten Ihre Truppen in dieser Region so schnell wie möglich kontaktieren. Nur so können wir herausfinden, was hinter dem sogenannten Avatar-Projekt steckt. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Avenger berechnet neuen Kurs. Ein paar Vorräte auffrischen. Strategische Ressource gefunden. Avenger berechnet neuen Kurs. Wir brauchen zwar nicht wirklich Rekruten, aber was soll's. Die Tage, die Zeit nehmen wir uns. Dieser Entwurf beruht auf meinen früheren Forschungsergebnissen. Wenn ich das geahnt hätte. Ah, Commander, exzellentes Timing. Es gibt Fortschritte. Ich kenne jetzt etliche Schlüsselkomponenten des Chips, der aus Ihrem Schädel stammt. Meiner Analyse nach diente er primär als eine Art Leitung, um große Datenmengen direkt an Ihre Großhirnrinde zu senden. Nach Trennung der primären Verbindung sind viele der Daten verloren. Einige Bruchstücke bleiben jedoch Geister, wenn man will. Sehen Sie. Taktische Kampfsimulationen. Kriegsspiele. Sie haben eine unfassbare Menge von Kämpfen verarbeitet. Es ist im Grunde ein Wunder, dass Sie so lange überlebt haben. Auch wenn das beunruhigend wirkt, hat es doch was Gutes. Dieser Chip ähnelt stark einem medizinischen Implantat, an dessen Entwicklung ich in der Gentherapieklinik in New Providence beteiligt war. Soweit ich weiß, waren diese Implantate nur für hochrangige Advent-Offiziere gedacht, Captains oder höher.
Wir müssen einen Chip von so einem Offizier bergen, um sicher zu gehen. Ein besseres Verständnis dieser Implantate wäre uns von großem Nutzen, Commander. Neues Ziel hinzugefügt. Von einem haben. Die Advent-Offiziere wurden eindeutig modifiziert, um ihren Untergebenen Befehle auf psionischem Wege zu übermitteln. Der Chip ist der Schlüssel. Wir waren gezwungen, bei minimaler Vorbereitungszeit ein extrem invasives Operation in Commander durchzuführen. Ja. Um ein sorgfältige mit dem Occipitallappen verwoben mit dem Pfad zu entfernen. Auch wenn alles darauf hindeutet, dass das Gerät nicht zur Entfernung vorgesehen war. Ließen wir uns die Bedenken hinsichtlich der potenziellen Lebensdauer des Commanders und einer möglichen ferngesteuerten Manipulation durch die Aliens keine Alternative. Puppet Master, lass grüßen. Trotz meiner Bedenken verspürt der Commander bisher keine bleibenden Nachwirkungen. Infolge der Operation scheint sich schneller zu erholen als erwartet. Was den Schlipp selbst angeht, sind meine ersten Erkenntnisse gelinde gesagt alarmierend. Das Gerät wird von der latenten Energie des Trägerhirns, in diesem Fall fungierend des Commanders, psionisch gespeist. Doch weitaus wichtiger ist, dass das Gerät als Sender und als Empfänger zu dienen scheint und die Informationen über eine Art psionische Verbindung überträgt. Telefonieren nach Hause? Naja. Selbst nach seiner Entfernung muss sie das Gerät abschirmen, um die verliehenen psionischen Pfeiler einzudämmen, die das Gerät umgeben, aus Angst vor dem, wozu das Gerät in der Lage sein könnte. Sollte sich meine Theorie als richtig erweisen, könnte Commander eine wichtige Rolle bei der Operation von Advent gespielt haben, als wir uns hier vorstellen können. Okay. Das FKZ. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Mach das. Bauen wir denn da? Hier die Grille aktiv Schule. Und also bauen wir da. Sorge, Commander. Unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Ah, geht doch. 12 von 12. Passt doch. Dass es in den Städten auf der ganzen Welt Verbündete gibt, die ihr Wissen über die Pläne von Advent zu gern mit uns teilen würden, werden sie aktiv von den Aliens verfolgt. Es liegt an Ihnen, die Sicherheit unserer Agenten zu gewährleisten, Commander. Viel Glück! Setzt machen wir doch auf den mexikanischen Regionaltrakt. Schwierigkeit gleich. Dann nehmen wir auch wieder Rekruten. Wen haben wir denn hier? Melissa Dixon. Eva.
hier. Also den Becher haben wir aufgelevelt. Hält eine für den Widerstand wichtige VIP gefangen und der Sprecher hat uns gebeten, das Transportfahrzeug abzufangen und die Zielperson zu retten. Wir müssen alle feindlichen Schutztruppen ausschalten, um das Gebiet zu sichern. So, gleich mal safen und für diesen zwei Schilden beende ich jetzt erstmal jetzt. Ja, das ist auch schon ein Pin. Männer 1-5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Puh, so weit weg. Sind getarnt. Naja. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis denn dann.